guten Morgen, Mirl. Ja, guten Morgen. Na, da, sag einmal, wo ist denn meine Alte? Ja, die ist heute in der Früh mit dem Fahrrad schon am Friedhof gefahren. So? Wer bringt uns Radl heim? Dass du schon auf bist. Na, ich muss in die Kirche gehen. Ne? Ah, wegen Herrn Pfarrer, gell? Nein, wegen meiner Alten. Ja, du stehst ganz schön bei den Alten unterm Pantoffel. Ich lieg schon drunter. Aber was soll ich machen? Die Alte ist stärker wie ich. Ne? Ja, dann hau doch mal so richtig am Tisch. Ich? Ja. Ich will ja noch länger leben. Motorradl vom Bauern richten. Da her, da bin ich. Michi! Michi! Aber was ist denn du los? Da bist du. Gib rein, der Kaffee steht am Tisch. Oh, der Kaffee, da mach ich schon alle raus mit 100 Sachen. Aus der Bahn. Brrrr. Ja, das sehe ich. Jetzt sitzt du hier und trinkt einen Kaffee. Ja. Eigentlich war es ja gescheiter, ich darf einen Liter Benzin bringen und ein Stamperl Öl, damit dein Gas nicht ausgeht. Nein. Meine Gasleitung ist vollkommen in Ordnung. Halt. Heute in der Früh habe ich eine Fehlzündung gehabt. Ja, die hast du öfters. No. So, jetzt trink deinen Kaffee, aber pass auf die Tischdecken auf, gell? Weil die Wirtschafterin, die Anna, hat, bevor sie ins Kirch gegangen ist, ein ganz neues Tischdecken aufgelegt. Aha. Sind die zwei Katzen aus dem Haus? Also, wenn du mit den zwei Katzen, die Bäuerin und die Wirtschafterin, meinst, ja. Aber das hättest doch schon gespannen müssen bei dem guten Butterbrot, die sie da heute schon gestrichen haben. Ja, die, wenn ich nicht hätte, wäre ich schon längst ein Skelett. Ja. Weil die ausschauen wie ein Rahmen ohne Motor. Wenn du das nur endlich spannst, ja. Gell? Aber du hast bloß dein Motorradl im Kopf. Das muss ich schon. Als Rennfahrer, da darf man sich nicht mit einem Weiberleid abgeben, das bremst die Geschwindigkeit. Ja. Du weißt doch, ich wäre einmal Rennfahrer. Und wenn ich das Geld für eine Rennmaschine beieinander habe, dann geht's schon los. Und mit 120 Sachen bin ich dann... Am nächsten Baum. Naja, 5 Jahre gespart und in 5 Sekunden bist du im Himmel. Mach dir nichts, dich nehme ich ja mit. Was? Du darfst dich dann hinten drauf sitzen. Nein, danke schön. Da kann ich drauf verzichten und auf das Himmelfahrtskommando erst recht. Ja, hast recht. Weil wenn ich mit dir beim Petrus drum angekommen bin, dann darf ich uns gar nicht reinlassen. Vielen Dank. Dankeschön. Aber bitte, bitte, tu ruhig so weiter. Dann schaue ich mir nämlich um einen anderen. Jawohl, der Reisberger Gürgel zum Beispiel. Der hat schon lange auf mich ein Auge geworfen. Der darf mich vom Fleck weg heiraten. Und der hat nicht so ein Motorradl-Hirn als wie du. Nein, der hat gar keins. Vielleicht ist es sogar besser, weil er viel netter und viel lieber ist. Hm. Und dir tut's bestimmt noch mal leid, dass du nur dieses Technische im Kopf hast und nicht das Weibische. Nein, das tut mir gar nicht leid, weil durch die Technik bin ich erst dahinter gekommen, dass die Weiberleute auf Gleichstrom anspringen, wogegen die Männerleute eher auf Wechselstrom anspringen. Du Benzinesel, du! Was? Benzinesel, sagt die zu. Ja, eigentlich hast du recht, weil wenn man verheiratet ist, dann ist man ein Esel. Ich sehe an unseren Altbauern. So, Michi, jetzt packen wir es wieder. Brrrr, 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 brrrr. So, meine liebe Schneidermeisterin, jetzt sind wir bei mir. Am Sommerhof, hä? Für meine Führungsdienste verlangen wir mal, sagen wir mal, was du bist, billigst berechnet, ein Busserl. Du bist ja ein Preistreiber. Also, wenn ich schon kein Busserl krieg, dann versprichst du, dass du mit mir heute noch zum Tanzen fährst. Das weiß ich noch nicht. Ich muss mir erst Mama fragen, ob es mich nicht braucht. Hm? Weißt du, dass sie krank ist? Ja, das weiß ich schon. Da soll ja der Freund in die Mosergräte Stellvertreterin spielen. Das hast du schon öfter gemacht, wenn wir auf dem Aufzug waren. He? Wir bringen ja was Schönes mit. Die muss ich auch erst einmal fragen. Die hat auch nicht immer so Zeit, so wie du dir das gerade vorstellst. Ja, ich merk schon, du willst nicht. Darum legst du ein Ausredsrecht. Ja, ich spür das schon länger, dass du nicht mehr so wie am Anfang zu mir bist. Sag nein, wenn's kannst. Ja, Hans, das stimmt.
Und du weißt ja ganz genau, warum das so ist. Ach, ich bitte dich, fang doch nicht wieder damit an. Ich hab es doch schon tausendmal gesagt, dass ich dich gern hab. Und ich hab dir schon mindestens 2000 Mal gesagt, dass ich dich doppelt so gern hab. Du ungläubiger Thomas. Aber das zählt halt nichts. Ich bin arm und das werden deine Eltern mir zulassen. Eine arme Dorfschneiderin und der reichste Bauernsohn in der Umgebung. Das passt nicht zusammen. Okay. Auf das kommt's doch nicht an. Schau, mein Vater sagt bestimmt ja. Das weiß ich jetzt schon. Dein Vater. Aber es ist doch schon in der ganzen Gegend bekannt, dass nicht dein Vater, sondern deine Mutter das Regiment auf diesem Hof führt, oder? Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich bleib dabei. Da kann kommen, was mag. Du bist mein Schatz und wirst doch immer mein Schatz bleiben. Hans, bitte sei vernünftig. Schau, ich hab mich schon oft mit dem Gedanken rumgewählt, ob und wie ich das sagen soll. Naja, und dann habe ich mit meiner Mama drüber gesprochen. Die sagt auch, arm und reich, das werden wir zusammenpassen. Und drum ist es besser, wenn wir auseinandergehen. Agnes, was sagst du denn da? Du hast mich doch gern, oder? Eben deshalb. Die Leute, die fangen doch sowieso schon über uns das Reden an. Was kümmert mich, was die Leute reden? Ja, die nicht viel, weil du bist ja Mannsbild. Aber mich umso mehr. Außerdem ist es ein großer Unterschied, ob eine reiche Bauerntochter ins Gerede kommt oder eine arme Dorfschneiderin. Aha, jetzt haben wir's. Nur weil du arm bist und ich reich und die Leute reden, musst du nichts mehr wissen von mir. Und gerade vorhin noch, da hast du traut sie mir zu sagen, dass du mich gern hast. Hans, glaub mir's, ich hab dich wirklich gern, aber... Ach so, jetzt ist alles aus. Nur weil die Leute reden und weil meine Leute Geld haben. Da war die große Liebe zu mir ein großer Schmarrn. Na. Und dass es warst, zum Tanzen fahr ich auch allein. Hans! Hans! Oh, du bockbarniger Stierschädel! Er will es einfach nicht einsehen, dass das ist, wenn wir auseinandergingen. Ich glaube, ich bin ja so glücklich. Ja, die Agnes! Grüß dich. Gott. Na, was magst denn du für ein Gesicht? Ich könnte heulen. Warum? Weil ich so glücklich bin. So. Da meinst du nicht, dass das Lachen gescheiter war? Nein. Zum Lachen habe ich keinen Grund. Weil ich nämlich unglücklich glücklich bin. Und ich hab's ihm so gut gemeint. Und jetzt? Jetzt fährt er nur zum Tanzen, der Schuft. So. Also wenn von einem Schuft die Rede ist, dann kann es sich nur um ein Mannsbild und um die Liebe handeln. Mhm. Geh weiter, Dirndl. Erzähl mir's. Vielleicht kann ich dir helfen. Im Übrigen, wer kommst denn du zu uns auf dem Hof her? Ja, eigentlich war ich auf dem Weg zu dir. Damit ich dir sagen kann, dass das Kleidl, das du bei mir bestellt hast, zum Probieren fertig ist. Naja, und da ist mir dann der Hans über den Weg gelaufen und dann hat er mich halt begleitet. So, unser Hans. Mhm. So ein Zufall, hä? Aber alles in Ehren, das kannst du mir glauben. Na freilich, Martin, glaube ich dir das. Ich denk doch von dir nichts Schlechtes. Das schau her, eine Liebschaft. Das ist aber nett. Und du meinst, dass das was Ernstes werden könnte? Ich weiß schon selber, dass ich mir als armes Mädel keine Hoffnung im Macher brauche. Und genau aus dem Grund ist der Hans so böse geworden. Naja, wie ich ihm dann gesagt habe, dass es halt aus ist zwischen uns. Mhm. Aus ist. Mhm. Und du meinst, du wirst diesen Entschluss, ich meine jetzt diesen großmütigen Verzicht, nicht bereuen? Meine Anna, ich werde damit fertig werden müssen. So. Schau, ich kann es nicht ändern. Fertig. Halt, da bleibst. Mädel, ich sag das ganz eindringlich. Ich leg das ans Herz. Kämpf um dein Glück. Sonst geht's dir wie mir. Ich habe auch mal einen von Herzen gern gehabt. Und meine Leute haben gegen mich geredet und neibenzt, bis wir so weit gehabt haben, dass ich gesagt habe, dass mit uns nichts werden kann. Und ich habe auch gemeint, ich wäre fertig damit. Und du hast nie vergessen, Kinder? Bis heute habe ich nicht vergessen. Er ist ins Ausland gegangen. Ja, und dann hast du nicht mehr geheiratet. Einige waren da, die haben angeklopft wegen deiner Heirat. Ich war ja eine sogenannte gute Partie. Naja, und so leidlich hübsch war ich ja. Aber Anna, du bist doch heute noch recht fesch. Ich hab mich schon oft gefragt, warum du nicht geheiratet hast. Naja, jetzt weiß ich warum. Ja, jetzt weißt du's. Aber die Sache bleibt unter uns, klar? Hand drauf. Hand drauf. Also ich werde mir die Sache noch mal überlegen und mit dem Hans drüber reden. Naja, vielleicht gibt's ja doch noch ein Wunder, was uns zusammenführt. Madel, das Wunder liegt nur an euch selber, glaub mir's. Weißt du was? So um 2 rum, da komm ich zu dir runter, dann werden wir das Gewand probieren. Okay. Dann werden wir noch mal ausgiebig über diese Geschichte reden. Das machen wir. Klar? Kopf hoch. Ich schon. Schon. Vierti. Vierti. Ah, mei. So jung müsste man heute noch mal sein. Aber so, naja, was soll's. Guten Morgen. Morgen? Na, was suchst denn? Ah, nix. Das heißt, Michi wollte fragen, ob er das Motorrad schon putzt hat.
Ja, bestimmt. Weil wie ich ihn gesehen habe, war er schon dreckig. Dann ist er jetzt bestimmt ganz dreckig. Dann hat er das Motorrad auch schon putzt. Na, ist recht. Also zum Mittagessen brauchst du nicht auf mich warten, gell? Weil ich noch zum Tanzen fahre. So? Allein? Ja, freilich. Mit wem denn? Naja, ich mein bloß, das wäre doch ganz nett, wenn du vielleicht ein liebes Mädel an deiner Seite hättest. Der Beifahrersitz auf deinem Motorradl war doch noch frei. Ja, ich wüsste nicht für wen. Und außerdem sind da nur Mädel, mit denen man tanzen kann, gell? Ja, ja, klar, genügend. Mhm. Nur, es wird halt keine Agnes dabei sein. Ja, das stimmt. Moment einmal, wie kommst du nur von mir auf die Agnes, ha? Ganz einfach, weil es gerade da herin war. Recht traurig. Und dann hat's mir alles erzählt. Was? Traurig was? Ja, freilich, weil es die gern hat. Weil es mich gern hat? Ja. Ja, aber sie hat zu mir gesagt, dass sie nichts mehr wissen will von mir. Ach, Schmarrn. Mir Weiber reden viel, wenn der Tag lang ist. Ja, das stimmt, ja. Du, sie hat die gern. Und es ist alles in Ordnung. Hans, du musst das nur zu deiner Frau machen. Ja, das will ich ja. Ja. Aber Mutter wird dagegen sein. Mein Gott, Mutter wird dagegen sein. Ja, Herrschaftszeiten. Und wenn Tod und Teufel dagegen sind, bist jetzt du ein Mannsbild oder nicht, kämpf um dein Glück. Jawohl, da hast recht. Und die Agnes hat auch recht. Die Heimlichtuerei hat gar keinen Sinn mehr, gell? Heute noch rede ich mit meinen Eltern, weil ich bin ja schließlich ein Mann. Oder nicht? So, du glaubst, dass mir die Agnes wirklich gern hat? Freilich. Und dass es wegen ihrer Armut nur eine Ausrede ist? Natürlich. Ja. Sie ist todtraurig, weil sie dich mit dieser Aussage besser gemacht hat. Okay, ich kann nicht besser auf die Agnes sein. Ich kann ihr das bloß beibringen. Ja, indem du es laut und eindringlich sagst. Ja, wie denn, wenn sie da ist? Ja, Herrschaftszeiten, Depper der Bur. Dann fahr ihr heute nach. Sonst hast du ja immer gewusst, was das findest. Schleichte, ja? Ja, das ist eine gute Idee. Nachfahren mit dem Motorrad, dann wisch ich's. Ich bin schon ganz vernagelt von lauter Lieb, gell? Ich fahr nach, ja. Mein Gott, die lieben jungen Leute. Ach Gott, hoffentlich erwischt das. Frau Anna, haben Sie den Kavaliersstart gesehen? Was? Ein bisschen Gas. Kupplung, ein Gang rein. Gas, Kupplung auslassen, Vollgas und brrm, brrm. Und weg war. Nee. Was? Du! Brumm, brumm! Noch. Schau dir mal, ob du ausschaust. Ja. Drecker bist die Bayerin, wenn die so sieht, dann ist wieder Feierabend da. Kim, wasch dich. Wenigstens heute am Sonntag wollen wir unsere Ruhe. Die Bayerin kann mich. Was? Die Bayerin kann mich nicht leiden, weil sie mich immer waschen will. Und ich lass mich von keinem Weiberleid waschen, weil ich bin ja schließlich kein Waschlappen. Und außerdem, wenn ich so schön gewaschen bin, dann sind die Weiberleute scharenweis hinter mir her und halten mich von der Arbeit auf, weil ich es immer abbusseln soll. Mei, bist du ein Angeber. Was? Der Einzige, der hinter dir her ist, das ist die Bäuerin, wenn sie zur Arbeit antreibt. Moment einmal. Die Mirl, wenn ich so sauber gewaschen sehe, dann pappt die mir ein Dutzend Bussel drauf und keiner nimmt mir's wieder ab. Ja, schau her, die Mirl. Ja. Schon wieder ein Liebespaar. Mhm. Ja, und ist dir das jetzt wieder? Die Mirl ist doch ein liebes Mädel. Ja, die schon, aber als Motorsportler darf ich mich nicht mit einem Weiberleid abgeben. Nicht? Da muss ich weibliche Diät halten. Ja, so steht's wenigstens in dem Rennfahrerbehal drin, wo ich gerade lese. Wie werde ich ein perfekter Rennfahrer? Aha, also für die wär's gescheiter, wenn du hättest das Bier gekauft. Wie werde ich ein perfekter Bauernknecht? So. Ja, jetzt schicke ich dir die Mirl mit einem Kübel heißem Wasser und Schmierseife. Schmierfink. Ja, mir ist das wurscht, dann wasche ich mich halt sauber. Aber wenn ich dann zu schön bin, lehne ich jede Verantwortung ab. So, jetzt lese ich wieder weiter in mein Bierhall, jetzt fange ich ein neues Kapitel an. Die Kurve und ihre Technik. Achtung, Kurve! Sag einmal, ist denn dein Hirnkastel wirklich so leer, dass nur noch Platz ist für eine Garage für deine blöden Motorradl? Oder denkst du an was anderes auch noch? Ja, ans Essen zum Beispiel. Hoffentlich gibt's halt was Gutes, dann tue ich gleich sauber voll tanken. Mhm. Möchte da auch was sagen? Was denn? In Zukunft, ab heute, kommst du nicht mehr um 1 Uhr und frisst für 2 Uhr? Du kommst um 2 Uhr und frisst für einen, gell? Wo warst denn du gestern?
Ich hätte es so dringend gebraucht. Auf einmal warst du verschwunden. Da bin ich zum Friseur gegangen, zum Haarschneiden. Sag mal, spinnst du? Du kannst doch nicht während der Arbeit zum Haarschneiden gehen. Wir sind ja während der Arbeitszeit gewachsen. Aber doch nicht alle. Alle habe ich ja nicht schneiden lassen. Richtig gut, Mami. Ja, bist du auch schon da von der Kirche, ha? Ja, das siehst du ja. Sonst wäre ich ja nicht da, oder? Nein, sonst wärst du nicht da, gell? Geh, hör dein blödes Loch auf. Aber bist grantig, bist schlecht aufgelegt, gut? Ich sag schon nichts mehr. Ja. Ja. Möchte ich auch hoffen. Du sagst nichts, aber hören tust du auch nichts mehr und sehen tust auch nichts. Weil sonst hättest du schon längst erfahren oder gesehen, dass unser Bub eine heimliche Liebschaft hat. Ja? Ja. Eine heimliche Liebschaft? Ja. Ja, wenn es heimlich ist, dann kann ich es ja nicht wissen, ne? Und weißt du mit wem? Nein, du wirst mir's aber gleich sagen, ne? Mit der Schneider Agnes, ja. Ein sauer Schmarrn und hat allerhand dran, gell? Ein Schmarrn. Was? Gar nichts hat's. Hinter vorn hat's nichts. Also vorn nicht, aber ich weiß. Also, aber ich sag euch ja, das Gestell, das kannst du vertrauen. Ja. Ja, okay? Und das gefällt ja euch, Mannsbrüder. Ja. Aber da muss ein End hergehen. So. Hast du mich verstanden? Ja, 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 du redest erlaubt nur. Sag mal. Woher weißt denn du das, dass die Liebe einen Anfang genommen hat? Hm? Ganz einfach, das hat mir die Berghoferische erzählt. Berghoferische. Ja, und die hat's wieder von der Leitnerin. Und die hat's zufälligerweise von der Reisberger Mina erfahren. Ja, und der hat's die Kramerin, die Mayriedl Toni gesagt. Naja, ja, und dann hat's die Dudelhoferin erfahren. Ja. Und der hat's aber dann gesagt, dass man das ja nicht der Hallertoni sagt, weil ja das die Schwägerin ist von der Bäumerose. Mhm. Und das ist ja die größte Ratschen im ganzen Ort. Ja. Und es soll ja schließlich ein Geheimnis sein, ne? Ja. Ich weiß ja, was die Weiber unter einem Geheimnis versteht. Ja. Oha, oha. Ja, was suchst du denn? Mir ist eine Masche hinuntergefallen. Aber dann sagt er gleich, da muss ein End hergehen, gell? Ja. Du weißt ganz genau, es ist schon ewig lang abgemacht, dass unser Bub die Burgstallerfrau heiratet, gell? Ja. Die hat einen Riesenbesitz und einen Haufen Geld. Mhm. Und da wird er dann schon sein Glück finden. Na ja, wir haben sie auch gefunden, gell, mit zwei. Bist du vielleicht nicht glücklich? Was? Ja, ja, natürlich. Glücklich allein, das klangt ja gar nicht mehr bei uns. Das ist ja schon ein Sauglück, gell? Na ja, ich hab's Glück und du bist auch glücklich, gell? Ja, auf alle Fälle muss da jetzt eine Ruhe sein, gell? Ja, jawohl. Und du musst es ihm sagen, unserem Buben. Ja. Weil du bist ja schließlich auch der Vater, ne? Ja, hoffentlich. Du musst ihm den Standpunkt klar machen. Ich werde ihm klar machen, dass er sich nur mit seiner Dunkelbraut zu beschäftigen hat, ne? Weil du das so angeordnet hast. Wieso Dunkelbraut? Nein, ist ein bisschen nicht besser, aber die Afra ist ja so hässlich, dass man da nur im Dunkeln mit der fortgeht. Mein Gott, ne? Die Afra, der ihr Schönheit geht halt mehr nach innen. Ne? Ja, da wird es aber Zeit, dass sie sich wenden lässt. Ne? Ich will jetzt keinen Ton mehr hören davon, hast du gehört? Jawohl. Es wird so gemacht, wie sie gesagt hat, gell? Ja, jetzt ist es noch. Du musst in den Garten rausgehen. Ja. Du musst mir da was machen. Die Vögel, die fressen mir die ganzen jungen Salatpflanzen auf. So, ja. Du musst mir unbedingt eine Vogelscheiche aufstellen. Ja. So was denn? Du bist doch den ganzen Tag draußen. Ja, du kannst ja sogar stricken. Ich bin perfekt im Haushalt.
Zuerst habe ich es abspülen gelernt, dann hat man mich mit dem Staubsauger vertraut gemacht und jetzt tue ich stricken, ne? Ja, dann kannst du leicht für mich einmal ein paar Strümpfe stricken. Mach ich sofort, wenn ich sie dir persönlich anmessen darf. Natürlich darfst du es. Aber nur, wenn die Bäuerin dabei ist. Spinnst du, ich bin doch kein Selbstmörder. Also gut, dann stricke ich halt meine Strümpfe wieder selber. So, ich gehe jetzt in die Kirche, ich bin unser. Du sag einmal, was ist eigentlich mit dir, mit Kirche? Ich war heute schon in der Frühmesse, ich gehe nicht zweimal, ich bin noch nicht damisch. Ne? Außerdem habe ich noch nichts zu essen, kein Frühstück und gar nichts. Du kennst doch das Motto von unserer Bäuerin. He? Morgen rot, ohne Waschen gibt's kein Brot. Nein, nein, das ist falsch. Das heißt, morgen übel, wenn's nicht brav bist, dann gibt's Prügel. Von wegen, hallo. Brauch nur ein Wort zu sagen und schon ist meine Alte still. Ja, warum sagst du das Wort nicht? Weil ich nie dazukomme. Also, ich geh jetzt. Für die Gott, du Sieg. Das will ich überhört haben, gell? Du schaust mich ja glatt für einen Trottel an. Nein, aber man kann sich auch mal irren. Was? Wie hat's denn das wieder gemeint? War das jetzt ein Kompliment oder eine Beleidigung? Aber sie hat schon recht, im Grunde genommen, ich müsste meiner Alten schon lange mal den Herrn zeigen. Ne? Das heißt ja, gefährlich ist, den Leu zu wecken. Ne? Möchte wissen, wo der Leu schlaft, die dann schon aufwecken. Weil, jetzt probiere ich es einmal mit ein paar Alkohol. Aber da, meine liebe Alte, dann kannst du dein Haus halt selber machen, ne? Dann bin ich der Herr im Haus und du der Sklave. Meine Bäuerin, jetzt ist die Torte gleich fertig für Bauer seinen morgigen Geburtstag. Da wird er sich freuen. Er mag doch die Torten so gern. Du, ob der die Torten gern mag oder nicht, das hat gar nichts zu sagen. Wenn er sich morgen anständig aufführt, dann kann er sich eine Flasche Limonade kaufen, gell? Aber nicht mehr, sonst wäre er zu übermütig, gell? Ja, da ist ein Strickzeug von meinem Alten. Ja, so, wo ist denn der überhaupt? Ich hab doch gesagt, der soll ja Vogelscheiben aufstellen draußen. Ja, Bäuerin, der wird halt so eifrig an die Arbeit gegangen sein, dass er dabei das Strickzeug verloren hat. Mhm. Kunasse. Ja. Ich würde sie mir auch gar nicht anders raten, gell? Ach, was hast du denn? Du kannst dich doch sowieso nicht beschweren über ihn, oder? Na, ehrlich gesagt, also, ich kann mich nicht beschweren. Er raucht nicht, er trinkt nicht, er schaut keine anderen Weiber an. Er lügt bloß. Bäuerin, hast du ihm das eigentlich alles abgewöhnt? Oder hast du ihn schon als Deppen geheiratet? Du, einen anderen Turm, bitteschön, und dann kannst du gar nicht mitreden. Weil du hast es bis jetzt verstanden, dir die Mannsbilder vom Hals zu halten, gell? Ja. Ein Mannsbild gehört vom ersten Tag an dressiert. Jawohl. Beim ersten Streit gehört ihm der Haferer so aufgehaut, dass er am 14. Tag der Hut nicht mehr passt. Das ist die beste Methode für eine glückliche und dauerhafte Ehe. Nein, ich weiß nicht, Bäuerin. Da habe ich eine andere Ansicht. Das heißt aber, die Weiber im Ort, die soll es einmal sein, wie die mich um meinen dressierten Mann beneiden. Na, da schau her, er geht in kein Wirtshaus. Oder hast du meinen Mann schon mal besoffen gesehen? Nein, für so tapfer heute nicht. Ich würde sie ihm auch gar nicht raten, gell, ja. Ich hab sowieso so viel Ärger jetzt mit dem Buben. Ja, wieso denn? Was ist denn mit dem? Du, der soll doch eine heimliche Liebschaft haben. So. Und weißt du, mit wem? Na. Mit unserer Dorfschneiderin, mit der Schneider-Agnes. Okay. Ja, aber da werde ich einen Riegel vorschieben. Übrigens, wo ist denn der Bub schon wieder? Den habe ich gar nicht mehr gesehen jetzt. Ja, die werden doch nicht schon wieder beieinander sein. Nein, das glaube ich nicht. Denn er ist ja mit dem Motorrad weggefahren. Mit dem Motorrad? Um Gottes Willen, ausgerechnet nur mit dem Motorrad. Da sind sie ja ständig unterwegs miteinander, alle zwei. Also das Motorrad, das muss aus dem Haus und wenn ich es herschenken muss. Bäuerin, hab einen lichten Moment und schenk das Motorrad mir. Also, da müssen wir ja den Blitz treffen, gell? Ach,
Aber du, dass du eine Arbeit hast. Ja. Wenn der Hans mit dem Motorrad kommt, dann schraubst du den zweiten Sitz runter, gell, ja, und gibst ihn mir zur Verwahrung. Hast du mich verstanden? Ja. Die Puppelhutschen abmontieren. Jawohl, mit der Puppelhutschen hat sich's ausgehutscht. Hat der Hans vielleicht eine? Es ist mir schon lange aufgefallen, dass der eine Belastungskatz hat. Was? Belastungskatz? Ja. Ah, das ist sicher der technische Ausdruck für Beifahrerin, ja, oder? Ja. Aber wieso hast du dir das schon gedacht? Ja, weil er schon längere Zeit mit 2 Atü im Hinterreifen fährt. Und als Solo braucht er nur 1,6 Atü. Jesus, Michel, du verstehst ja wirklich was von der Technik. Die Frage. In der Technik, da bin ich ein Hund. Ja. Was wäre denn das kurz? Eine Torte. Ui, gibt's heute Mittag eine Torte? Nein, da wird der Schnabel sauber bleiben. Die gehört nur für den Bauern. Ah, ich möchte schon mal da rüber. Was? Ich möchte so gerne auch einmal dort. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer das schmeckt. Anschau. Ja, was ist denn? Oh, Michel! Okay, ja, du schlägst mir die ganze Dorf. Du, Anna, hab ich dir schon den neuesten Witz erzählt von der leeren Kiste? Na, jetzt ist der lustig. Ja, ganz lustig. Also, da war einmal eine leere Kiste. Ja. Und da war nichts drin. Ja. Aber da ist was drin. Ah, oh, so was alles. Nein, ist das gut. Da komm ich erst so richtig auf den Geschmack. Heute Nachmittag kaufe ich mir ein Stück. Nein, doch nicht, nein. Nein, das Geld heben wir lieber auf, da kann ich mir drum für mein Motorrad kaufen. Naja. Bayerin! Geh mal aus dem Weg! Bayerin! Was ist denn? Komm her! Was ist denn? Ein Telegramm. Ein Telegramm? Ein ausländisches Telegramm sogar. Um Gottes Willen aus! Ja, was wird denn da drinstehen? Ja, lies halt, dann weißt du's. Ach. Das hätte mir der Depp auch sagen können. Ja. Sogar du. Na. Lieber Bonifaz, nach langen Jahren wieder in der Heimat. Stopp. Fliege noch heute von Hamburg ab. Stopp. Guten Flug. Erwartet mein baldiges Eintreffen. Stopp. Wir warten schon, gell? Bringe Überraschung mit. Stopp. Ui, vielleicht ist was fürs Motorrad. Gruß dein Bruder Paul. Stopp. Um Gottes Willen. Der Bruder von meinem Mann, der kommt aus Amerika. Sicher ist er steinreich. Steinreich, nein, diese Aufregung. Ja, und dann gehört er auch zu unserer Familie. Ja, ja und da, ach, mein, dann wird er schon aus Dankbarkeit, wird er schon sein Geld bei uns lassen. Ja, du, also, und wenn das soweit ist, dann lass ich mich nicht lumpen. Ja? Nein, da kriegt er jeder 50 Mark mehr. Hui! In der Woche. Im Jahr natürlich, du Komm, geh zu, hol sofort der Bahn. Ja. Tot oder lebendig. Und Mirl, darf? Mirl, du gehst jetzt sofort auf in die gute Stube und tust das ganz schön herrichten. Nein, Vorhang, Blumen am Tisch. Also, der Schwager, der muss sich so wohlfühlen, dass er für ganz da bleibt, ja. Ich werde ihm dann schon das Nötige abknöpfen, ne? Das meine, er hat ja Geld, dann kann er auch zahlen, gell, ja. So, und jetzt schnell, komm. Ja, was hast du schnell? Für 50 Mark mehr im Jahr, da renn ich mich nicht. Jetzt komm, hör auf. Kennst denn du den Spruch nicht? Es gibt viel zu tun. Warten wir's ab. Der ganze Ort, der wird mich ja beneiden, weil ich einen Millionär im Haus habe. Ich beneide auch, bevor er was nicht macht. Hey, mach mal rüber! Oh, hey, mach mal rüber! Lass die Wagen, mach mal rüber! Ja, sag mal, du bist ja besoffen. Du kannst ja kaum mehr stehen. Ich wollte mich sowieso gerade niederlegen. Was niederlegen? Dein Bruder kommt von Amerika. Was? Der kann alle Anblick eintreffen. Was, mein Bruder? Das Luder? Ja, hör auf. Ach, lach du nicht so blöd. Und dein Bruder. Ja. Halt, Bayern. Ja, hallo. Bayern, du darfst nicht so schütteln, ja. So schütter ja aus. Ja. Alter, du hast ja einen Mordsrausch. Ja, das geht aber wieder. Aber du bist dabei sein und das bleibt. Was denn? Komm in die Küche raus, schau dir die wunderschöne Torte für den Bauern seinen Geburtstag an. Der braucht gar dort einen Erwachsenen. Oh, ja. Grüß Gott.
sag ich dir. Die Bayern, die schikaniert uns ganz schön rum. Am Hof läuft es umeinander, als wie ein Vergifter auf. Ja, also seit dem Telegramm, dass ein Bauer sein Bruder kommt, ist bei uns am Hof Alarmstufe rot. Mhm. Und das alles wegen diesem Goldhamster aus den verunreinigten Staaten. Du, der soll ja als ganz junger schon ausgewandert sein, gell? Mhm. Ja, meinst du, dass der recht reich ist? Bestimmt. Sonst darf die Bayerin nicht so ein Aufhebens drüber machen. Kennst du's ja. Ohne Geld gibt's bei dir keine Musik. Ja, da hast recht. Aber mir war das schon recht, wenn er ein bisschen ein Trinkgeld mitbringen darf. So. Ja, so für mich ein kleines Sackerl mit Gold, so 25 Kilo. Aha. Schau ja. Wie schwer meinst du, dass der ist? Der Onkel? Nein, der Goldsack, den er mitbringt. Das ist schwer zu sagen. Ja, wo er doch sein ganzes Leben nach Gold gesucht hat. Ja, Mirl, Goldsucher ist nicht wie Kartoffelklauen. Und dann ist es so, wenn er nur Gold gesucht hat, muss er noch lange keins gefunden haben. Wenn er aber auch Goldfinder war, dann hat er bestimmt ein paar Zentner im Keller. Du Anna, hä? Wie alt ist denn der? Ja, ich meine bloß, gell, vielleicht kam er für mich in Frage. So. Naja, ich darf ihm schon helfen, mit dem Geld ausgeben. Ja, meine, Näheres weiß ich da jetzt auch nicht. Die Bayerin hat mir bloß erzählt, dass das der Stiefbruder vom Bauern ist. Ja, und der ist bei der Erbteilung nicht so gut weggekommen. Ja, und dann ist er halt fort. Nein, früher war das auch schon so, dass die Zweit- und Drittgeborenen ins Ausland gegangen sind. Wenn unser Finanzminister so weitermacht, dann werden die Erstgeborenen schon ins Ausland gehen. Ja. So, wenn aber der wirklich ein bisschen jünger war wie der Bauer, na, kannte man doch um den schauen, hä? So. Und was ist da mit deinem Michi? Ja, mein Michi. Der hat bloß seine Motorradl im Kopf. Ja, dann musst du mal die Rennfahrerei ausreden. Ausreden? Ja. Ich? Da kann ich ihm eher einreden, dass du meine Großmutter bist. Oh, sei so gut. Du hast ihn doch gern, dein Michi, oder? Freilich hab ihn gern. Aber was nutzt denn das, wenn er von mir nichts wissen will? Hat er dir das schon gesagt? Nein, eigentlich nicht. Siehst du das? Dann musst du ihn eben dazu zwingen, dass er Farbe bekennt. Das ist eine gute. Ja. Wie soll ich das machen? Ja. Den machst du eifersüchtig. Ja, genau das du. Ja? Ja, aber mit wem? Ja, mit mir nicht. Ja, das weiß ich auch. Ja, Mirl, wenn dieser Goldonkel kommt, dann machst du dem sofort schöne Augen hin. Und besonders, wenn der Michel in der Nähe ist. Wirst sehen, wie schnell, dass sie dir erklärt. Das ist eine gute Idee. Okay. Jawohl, meine Motorradheiniger, dem werde ich einen solchen Schalldämpfer aufsetzen, dass er morgen sein Motorradgehirn hat einen Kurzschluss. Seit dem Sackel Zement klappt das, ha? No, sind wir da auf dem Narrenhof oder auf dem Bauernhof? Was ist denn schon wieder los? Das möchte ich selber gern wissen. Keiner kommt aus Feld, glaubst du das? Ja, du weißt doch, dass dieser Onkel Paul kommt. Ja, aber deswegen muss nicht gleich der ganze Hofkopf stehen. Nein, das ist höherer Befehl von der Bayerin. So, und wo ist der Vater? Tja, der hat gestern ein bisschen viel getrunken. Huh? Ja, und jetzt ist er heute ein bisschen müde. Wer ihn aufwecken wollte, hat er gesagt, ich bin tot. Viel ist er gleich leicht untertrieben, gell? Der hat einen solchen Rausch gehabt, dass gleich für zwei gelangt hätte. Und dann hätte es noch einen Ochsen umgeschmissen. Na, da schau her. Der Vater fängt endlich an, ein richtiger Mann zu werden. Ha? Du, noch was anderes. Was? Gestern hat noch alles geklappt, gell? Wir sind uns wieder vollkommen einig. Ja, schön. Für den guten Ratschlag habe ich dir ein Lebkuchenherz mitgebracht. Ich gebe das nachher, gell? Halt, Moment einmal. Was hast du mir mitgebracht? Dir? Wieso dir? Ja, hat dir der Michel nichts mitgebracht. Nein, ja, Moment einmal. War der Michel bei dir gestern? Ja, freilich. Am Abend ist er dahergekommen. Der Spezi hat ihn auf dem Motorrad mitgenommen. Da schau her. Hm? Ich hab ihn gefragt, was er auf die Nacht tut, gell. Dann hat er gesagt, er ist müde und muss sich niederlegen. Nein, der Michel war gut drauf. Du, beim Tanzen, da hat er die dicke Obermeier-Katti, gell, die da so umeinander lassen, dass sie gerade so gejuchzt hat vor lauter Freude. Dann ist er garantiert auf die Füße gestiegen. Das glaube ich, dass die ihren Juchzer tut, die mit ihrem Sportabzeichen am Hals. Was denn für ein Sportabzeichen? Ah, die hat doch einen solchen Kropf.
kommt, gell, dann mach ich diesen Michi ja so eifersüchtig mit dem Merkel, was der lieben Thomas. Na, was ist denn da los? Habt ihr eine Versammlung, hä? Mir mal schaut, dass du an der Arbeit kommst. Ja. Kartoffeln zusetzen. Hast die Kartoffeln auch sauber geschält? Da, schau her! Ah. Du, Anni, sei so gut und lass mich alleine. Ja. Mit dem Buben, ja. Ist schon recht, Bayerin. Und dann schickst du mir ein paar andere. Gell? Ich meine, ihr werdet zwar noch nicht so gut beieinander sein auf den gestrigen Tag hin, aber wenn er mich sieht, wird er sich sichtlich wohler fühlen. Ja. Was ich stark bezweifle. Ja. So, der Leitze, setz dich mal her, Bö. Also, weißt du, ich muss bei schon sagen. Jetzt sag du mir zuerst einmal, was das ganze Affentheater zu bedeuten hat. Jetzt, wo ich jede Hand am Feld draußen brauchen kann, da schaffst du den Leuten so einen Blödsinn an. Blödsinn? Ja. Du, ich hör wohl nicht recht, ha? Ja, dafür gibt's keine Entschuldigung. Auch nicht, wenn der Onkel Paul auf Besuch kommt. Nein, jetzt pass mal auf. Das, was ich jetzt mache, das kommt mit Zins und Zinseszinsen wieder zurück. Hm? Die Hauptsache ist, dass es dem Onkel gut gefällt bei uns, dass er für ganz da bleibt. Ja, was soll er denn da? Der Onkel Paul hat ja die ganze Welt gesehen. Der wird doch in unserem Nest nichts Schönes finden. Also, ich verstehe gar nicht. Was interessiert dich so dafür, dass der bei uns bleibt? Glaubst du, so dumm kannst nur du daher reden. Der Onkel ist doch reich, ne? Und wir sind seine einzigen Verwandten. Ja, und was... Also, dann muss er dich doch dann auch zum Haupterben machen, ne? Ach so, jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ja? Mutter, du hast Ideen. Ich hab immer so gute Ideen. Stell dir mal vor, was wir dann machen. Der Nachbar wird sofort aufgekauft, gell? Ja. Und dann stellen wir ein halbes Schloss hin. Jawohl, und am Verwalter, den stellen wir auch ein. Und jeden Sonntag fahren wir vierspännig in die Kirchen. Herrschaftlich, gell? Herrschaftszeiten, Mutter, das kann doch nicht dein Ernst sein. Selbstverständlich ist das mein Ernst. Ja, und wenn er da alles vermacht hat, ja, dann kann man ja ins Austragsheisel tun, ne? Ja. Ja, da kriegt er dann frei Kost und Logis. Vorausgesetzt, er arbeitet fleißig mit, ne? Also, das versteht sich ja von selber, ne? Ja, ja, das versteht sich ja von selber. Ich glaub mir, dass der Onkel Paul das nicht verstehen wollen wird. Das lass nur meine Sache sein, gell? Aber drum möchte ich... Du hast mich rufen lassen? Ja. Ich wäre sowieso gekommen, weil ich mich entschuldigen wollte, wie gestern, ne? Aha. Ja. Ja, ja. Jetzt hock dich her. Ja. Und wegen dem reden wir morgen weiter, wenn wir allein sind, gell? Sind wir morgen schon wieder allein? Du, jetzt habe ich keine Zeit, weil jetzt muss ich ein Buch. Was? Du, das kannst doch du machen. Ja, was mach das ich denn? Ist ja auch dein Sohn. Na, also zumindest mit 50% bin ich dabei. Ja. Aber natürlich, ich werde es ihm sagen. Also pass mal auf, mein lieber Sohn. Dein Vater, nach langjähriger Erfahrung, tue ich grundsätzlich das, was deine Mutter will. Denn, um was geht's denn überhaupt? Geh, jetzt hör auf. Um das Techtelmechtel. Ach, um Techtelmechtel. Dass da ein End hergeht. Aha. Jawohl. Hm. Ja, und da bist du doch meiner Meinung, ja, oder? Natürlich bin ich deiner Meinung. Nein, nein, ja. Aha, na, die örtliche Drahtschweiberorganisation schon berichtet. Ja. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, dass sie berichtet. Dann kann man dich wenigstens noch auf den rechten Weg führen, ne? Ja. So, und du meinst der rechte Weg, der führt Pfei gerade zur Burgstaller Afra nach Anzenbach. Hm. Selbstverständlich. Du, die Burgstaller Afra, das ist die hat einen Riesenbesitz, ein Haufen Geld. Und ist grundhässlich. Du musst es ja nicht heiraten. Na, ich hab ja dich schon. Auf alle Fälle muss jetzt der alte Burgstaller, wenn er seine Afra loshaben will, viel, viel tiefer in die Taschen greifen. Ja. Das ist ja jetzt ganz klar. Ich meine, du bist ja jetzt der Erbneffe
eines Goldonkels. Jetzt, Mutter, jetzt machen wir mal eine Pause und lass mich reden, gell? Oh, der traut sich meine Alte unterbrechen. Mutter, du brauchst für mich keine sogenannte bessere Partie zu suchen, weil ich heirate nur die Agnes. So. Hast du das gehört? Ja. Der heiratet nur die Agnes? Ja, ich hab Gott sei Dank das Arbeiten gelernt. Also, sagt ja zur Hochzeit mit der Agnes. Das heißt du, Mutter. Weil der Vater, der zählt ja nicht. Oh, wie wahr. Und wenn nicht, dann gehe ich vom Hof und werde auch ohne euren verdammten Geld eine Existenz aufbauen. Aha. So, und das ist jetzt mein Standpunkt. Ja. Und jetzt liegt's an dir. Und zwar nur an dir, ob ich gehe oder bleib. Überleg das halt. Ja, mein, das ist ein Goldsohn. Aber hat das gehört, wie er gesagt hat? Der Vater, der zählt gar nicht. Wie hat er denn das gemeint? Also wo der Bub nur diese schlechten Eigenschaften her hat. Von dir hat er sie nicht. Nein. Du hast sie noch alle. Was? Na, vorsichtig, Zeltan. Ich bin ja ein Zirkali. Was tun wir jetzt denn da? Nix, ich rede mit mir selber. Ich brauch bloß einen Petersui zu die Anna. Du, sag mal, ist Essen schon fertig? Sind die Gnädel schon gemacht? Natürlich ist Essen fertig. Die Gnädel sind auch schon fertig. Ja, und ich habe immer einen großen Knädel gemacht und einen kleinen. Einen großen und einen kleinen. Einen großen und einen kleinen. Was soll denn das jetzt da? Ja, weil der Bauer gesagt hat, er möchte in den Knödeln etwas mehr Abwechslung. Hast du das Zimmer schon fertig gemacht oben? Ja, habe ich auch schon fertig gemacht. Alles ist sauber und hergerichtet. Ich habe sogar das Aquarium mit den Goldfischen etwas in die Sonne geschoben. Hast du denn frisches Wasser auch reingetan? Wieso? Die haben das alte noch nicht gesoffen. Wenn mich die Bayerin weiterhin so tyrannisiert, dann kündige ich und gehe. Oh, das, wenn ich sagen könnte, um Gottes Willen. Frau Bauer, was? Du erbarmst mir schon. Wieso denn? Ja, obwohl man ja mit den Mannsbrüdern kein Erbarmen haben soll, denn die haben mit uns schwachen Geschlecht auch keins. Schwachen Geschlecht, da gehört aber meine Alte nicht dazu, ne? Warum, was haben denn die Männer getan? Ja, nix! Das ist ja das Problem. Ja. Mein Michi wollte nichts wissen von mir. Warum wollte er nichts wissen? Weiß ich nicht, das kann ich auch nicht verstehen. Vielleicht bin ich ihm nicht schön genug. Das ist eine Möglichkeit, ja. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Meinst du? Bauer, Bauer, ich habe aber gelesen, dass es in der Stadt drin so Geschäfte gibt, wo man sich um 50 Mark schön machen lassen kann. Ja, das gibt's, das stimmt schon, ne? Meinst du, ich soll da hingehen? Ja, aber bei dir werden 50 Mark nicht reichen, ne? Meinst du? Ja, sicher. Nein, mehr gebe ich nicht aus, dann bleibe ich so, wie ich bin. Ja, das tat ich auch. Und schau, und der Michel, der soll lieber Junggeselle bleiben, ist gescheiter, ne? Was ist eigentlich ein Junggeselle? Aha, also pass auf. Ein Junggeselle ist ein Mann, der niemand hat, der ihm erklärt hat, dass alle Verdrießlichkeiten auf ihn zukommen würden, wenn er verheiratet wäre. Ne? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, der kann meine Regierung machen. Jetzt sind wir in der Garage vom Sommerhofing. Ein Dollar für Ihre Mühe. Oh, für einen Dollarring ist mir keine Mühe zu groß. Soll ich Ihnen gleich anmelden, Mr. U.S. Alling? Nein, danke. Ich will mich hier erst ein bisschen umschauen. Na ja, das können Sie machen. Wir haben eine schöne Umgebung mit vielen Walding und Bergen und Seen und Welding und zauberne Menschen zum Kammerfensterling. Ja, du verstehst. Ich verstehe nur nicht die Sprache, mit der Sie reden. Ja, ich rede amerikanisch. Ach, das ist amerikanisch? Ja. Na ja, dann rede ich Englisch, ja. Ich rede Englisch und ich habe extra amerikanisch gelernt. Ja. Na ja, da muss ich jetzt wieder gehen. Verstehst du, bin Stalin. Misting ausräumen. dass im Hof nicht stinken.
ich wie der Tsching. Also ein komischer Kauzer. Ja, aber ein komisches Gefühl ist es schon. Nach 20 Jahren wieder in der Heimat. Justus, ist das vielleicht schon unser Besuch? Grüß Gott. Grüß Gott. Sind Sie der Besuch, den wir aus Amerika erwarten? Ja, der bin ich, aber deshalb brauchst du doch nicht so geschreckt reinschauen. Oder sehe ich so fürchterlich aus? Oder? Nein, Entschuldigung, aber das ist jetzt nur... Wenn ihr nicht wüsst, dass Sie der Bruder vom Bauern sind, dann würde ich sagen, weil Sie... Dass ich wer bin? Ja, Moment einmal. Moment, ja, sind Sie nicht... Ich meine, bist du nicht... Ich bin die Anna Gruber aus Holzkirchen. Und ich habe einmal einen Paul Martens gekannt, dem Sie runtergerissen ähnlich schauen. Ja, dem schaue ich nicht bloß ähnlich, der bin ich sogar. Ja, du Anna, mein Gott, du hast dich ja kaum verändert. Ja. Nur so viel, dass du mich beinahe nicht mehr wiedererkannt hättest, gell? Aber wieso heißt du nicht Sommer? Ja, weil ich nur der Stiefbruder bin vom Bauern. Ach. Ja, sag einmal, was machst du hier auf dem Hof hier? Ich bin der Wirtschafterin. Hä? Mhm, der elterliche Hof, der ist verpachtet. Ach so. Mein Gott, Paul, ich konnte es gar nicht glauben. Wie oft habe ich an dich gedacht und jetzt bist du wirklich da. Also wenn ich so ein zufälliges Zusammentreffen in einem Roman lege, dann lege ich das Buch sofort wieder weg, weil ich mir denke, so ein Schmarrn, das gibt's im wirklichen Leben gar nicht. Da siehst du es wieder, das Leben schreibt die ausgefallensten Romane. Ja. Aber mir ging's genauso wie dir. Ja, ich habe viel an dich gedacht. Und ganz besonders, seit ich weiß, dass ich wieder hierher rüberkomme. Habe ich mir fest vorgenommen, nach meinem Besuch hier halte ich Ausschau nach dir. Ja, wie es dir heute so geht, was so geworden ist aus dir. Ja. Und jetzt stehen wir uns genauso gegenüber wie damals, wo wir voneinander Abschied genommen haben. Ja. Nur, dass wir inzwischen älter geworden sind. Ja, ich vielleicht, aber du nicht. Du bist höchstens reifer geworden. Sag ja nicht überreif, gell? Na, das stimmt schon. Älter und dicker, naja Gott, aber das bringt die Zeit so mit sich. Ja. Mein Gott, Paul, ich freue mich so, dass ich dich wieder sehe. Und vor allen Dingen, dass ich dich als Erster in der Heimat willkommen heißen darf. Sei willkommen. Danke. Nur so, die Heimat gefällt mir immer besser. Aber du wirst sicher hungrig sein von der langen Reise. Bitte schön, komm doch mit raus. Die Bäuerin hat ja schon aufkochen lassen für ihren Goldonkel. Ja, ich höre da immer Goldonkel. Ja, den Namen hast du taxfrei von der Bäuerin. Du, apropos Bäuerin, ich kenne ja meine liebe Schwägerin nur von den Briefen her, die mir der Bonifaz geschickt hat. Da kommt es allerdings nicht gut weg. Wie ist sie denn so? Ich verweigere die Aussage. Danke, das genügt. Und mein Bruder? Er lebt noch. Ja, er hat gestern deine Ankunft ein bisschen vorgefeiert und jetzt zieht er heute lauter Miau in die Karte. Oh je. Weißt du was? Ich schick den raus und die Bäuerin werde ich auf dich vorbereiten. Ja, das. Und wir zwei, wir sehen uns ja hoffentlich noch, gell? Ganz bestimmt. Ich hab dir noch allerhand zum Sagen. Aha. Na ja, jetzt. Bin ich neugierig, ob mich mein Bruder gleich wieder erkennt. Jawohl! Ja, die Blumen haben mir Wasser bekommen. Wenn jemand weiß, was Durst bedeutet, dann bin das ich! Oh. Ja, sag mal, bin ich noch besoffen oder bist du es wirklich? Arme Bruder, komm in meine Arme! Ja. Alte, schwere Nähte. Ja, du schaust ja prächtig aus. Na, es geht grad so. Aber du, ja. Du schaust ein bisschen mitgenommen aus. Na ja, das machen die Ehejahre. Ja. Ein bisschen ein zerrüttetes Nervenkostüm. Ne? Was ist mit dir? Bist du noch frei und ledig oder hast du dir auch so ein Hauskreuz aufgeladen? Ich bin frank und frei wie ein Vogel in der Luft. Wie kann man nur so viel Glück haben, so viel Geld? So viel Geld und kein Weib. Ein glücklicher Mensch bist du. Ja, jetzt hör auf. Du bist doch auch glücklich verheiratet, ich oder? Ich bin verheiratet. Glücklich ist meine Alte. Wie ist sie denn so, deine Frau? Hä? Wie meine Frau ist? Ja.
Jetzt pass mal auf, das musst du ein bisschen vorstellen. Also pass auf. Klein, zart und lieb und nett und kannst du das vorstellen? Ja, ja. Genau das Gegenteil ist mein Alter. Und die Figur rundlich, schlank, groß. Die Figur mehr rundlich. Das Einzige, was sie tragen kann, ohne zu probieren, das ist ein Regenschirm. Und du, was ist mit dir? Bleibst du jetzt endlich da oder fahrst wieder hinaus in die weite Welt? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir alles noch überlegen. Aha. Kommt sowieso immer anders, als wenn man es sich vornimmt. Meistens, ja. Ist das die liebliche Stimme deiner Frau? Das ist die Trompete von Jericho. Leute, sowas. Ja! Willkommen daheim! Ja, grüß dich Gott! Ja, grüß dich Gott auch! Mein Gott, du siehst prächtig aus! Der Kerl lügt! Mein Bruder ist ja ein Glückspilz, weil er dich zur Frau hat. Ja, Fliegenpilz. Hast du das gehört? Ja. Hast du gesehen, wie er mich angelacht hat? Ha? Wie ich das erste Mal gesehen habe, habe ich auch noch gelacht. Depp, der Mischer. Aber sag ich mal, ja. Warum hast du denn deinen Bruder nicht gleich aufs Zimmer geführt? Ja. Mein Gott, na, entschuldige, aber die Mannsbrüder, die haben halt keine Benehmigkeit. Mein Gott, das war meine Schuld. Ich wollte noch hier bleiben. Ich wollte ja dich noch unbedingt sehen. Ja. Wirklich? Ja, dann setz dich doch her. Ja, das Essen wird da gleich fertig sein. Ja, wir mehr hier sitzen, ja. Ja, von mir. Ja, ja. Übrigens hat sich ja dein Besuch durch ein Zeichen angemeldet. Was durch ein Zeichen? Was denn für Zeichen? Also das war ganz, ganz komisch. Ja, ja, ich hab mich zuerst hingelegt, gell, auf den Divan. Ja. Ja, weil ich ein bisschen Kopf gehabt hab. Ja. Und direkt über mir hängt unsere Pendeluhr. Ne? Ich stehe auf und 5 Minuten später fällt die Pendeluhr runter. Ich habe immer schon gesagt, diese Uhr geht 5 Minuten nach. Ja, ja, es geschehen auch Zeichen und Wunder, gell? Ja, ja. Bei der ganzen freudigen Begrüßung habe ich jetzt ganz auf meinen Neffen vergessen. Auf den Hansi. Ja, der muss doch schon erwachsen sein. Ja, ja. Ja, ja, sehr erwachsen ja, ja. Ist er schon. Aber man hat auch seine Sorgen damit, stehe ich davor. Jetzt hat der eine Liebschaft angefangen mit einer aus dem Dorf, die hinten und vorn nichts hat. Kannst du dir das vorstellen? Ja, und es wäre mir halt recht, wenn du als Onkel ihm das ausreden könntest. Ja. Brauchst du keine Angst haben. Ich werde ihn in der Sache schon richtig beraten. Ja. Was? Wirklich? Ja. Hast du? Ja, also, wir gut, wir uns schon verstehen. Ja, ja, ja. Schrei gleich der Mirl. Ja. Sie soll eine Flasche Wein und 2 Gläser bringen. Ja, wieso 2 Gläser? Trinkst du nichts? Du trinkst nichts. Also, du hast deinen Teil schon gehabt, richtig, gell? Jawohl. Ja. Mir, bring eine Flasche Wein und 2 Gläser, ich trink nichts. Brüderlein, ja. Jetzt erzähl mal ein bisschen was. Du wirst doch einen Haufen Abenteuer erlebt haben, ne? Draußen in der Weltgeschichte. Das heißt ja, wem Gott will recht die Gunst erweisen, den schickt er ohne Frau auf Reisen. Ne? Ich glaube aber, alles zu erzählen würde zu lange dauern. War. Aber das Lustigste, was ich erlebt habe, ja. Da habe ich mal an einer Affenjagd teilgenommen. Ja, auf welcher Seite warst denn du? Ich glaube, der Unterschied war gar nicht so groß. Aber das Seltsamste, was ich erlebt habe, das war in den südamerikanischen Urwäldern. So. Da leben Frauen, die keine Zunge haben. Was? Um Gottes Willen! Ja, das war Gottes Wille. Dann
kann ja nicht gar nicht reden. Darum sind sie ja so wild. So, grüß dich Gott, du goldiger Onkel. Was? Ich mein, du Goldonkel. Ja. Wer ist denn das? Das ist unser Küchenmädel. Ja. Da, schenk nach, aber schnell. Hast du gesehen, anblinzelt hat er mich auch schon. Ja, dann schau her. So, schau her. Ein Dollar für dich. Oh, thank you, Veris Quatsch. Der Bauer hast du ein Glasel, gell? Der braucht keins. Er hat seinen Teil schon gehabt. Ja. Da, nimm Flaschen durch. Also, weißt du, Schwager, einen ganzen Dollar hättest du für nicht geben brauchen. 50 Pfennig hätten auch gelangt. Ja. Aber jetzt stoßen wir mal an auf unseren Heimkehrer. Ja. Du sollst leben. Und die Marie daneben. Wieso, Marie? Ja, bist du verheiratet? Nein, ich. Ich habe in der Ehe ein Haar gefunden. Ich hab's in der Ehe fast alle verloren. Also dann bist du sozusagen völlig unabhängig, hä? Ja, wie man so schön sagt. Völlig frei. Na, das ist ja schön, Schwager. Und es wäre halt recht, wenn du dann für ganz da bleiben willst bei uns. Ja? Also so einen freudigen Empfang hätte ich gar nicht erwartet. So. Ja, mein Gott, selbstverständlich. Also wir würden dich mit aller Fürsorge behandeln. Ja. Geil, ja, Alter. Ich meine ja, unser einer hat ja auch ein Herz im Leib. Du hast sogar zwei, ein gutes und ein böses, gell? Ja, und also wenn es dir gefällt bei uns und du bleibst für ganz da, es wäre schön, also ich meine, wenn es dein Wunsch ist, dann könntest du uns oder respektive unseren Sohn als Haupterben einsetzen, ne? Oh ja, das könnte ich machen, ja. Was, wirklich? Ja, ja. Aber das wäre natürlich schön, wenn wir dann gleich das notariell machen könnten. Ne? Also, okay. Ich bin der Meinung, dass mein Bruder... Deine Meinung interessiert mich überhaupt nicht, gell, ja, Sauderle. Und jetzt, Schmuggler, jetzt werde ich dir das Zimmer zeigen. Mei, du wirst sein. Mit aller Liebe habe ich das Zimmer hergerichtet, gell, ja. Ja, dein Gepäck kommt wohl nach, ne? Das ist schon da. Ja. Wo denn? Na, da steht's doch beim Divan, ne? Okay. Das Handgepäck, das meine ich doch nicht. Nein, ich mein das große Gepäck, wo die Wertsachen drin sind, ne? Ja, nein, der Bonifaz hat schon recht. Das ist alles, was ich dabei hab. Du willst doch nicht sagen wollen, dass du mit so einem Fall von Amerika rübergekommen bist. Wie ich zu deiner Schwester gefahren bin, habe ich auch immer nur ein Zahnbürstel dabei. Ne? Ach geh, jetzt halt doch du dein Maul. Ja. Ah, jetzt versteh ich dich. Du hast drüben alles verkauft. Ah ja, und hast es dann nur dein Geld und dein Gold mitgebracht, ne? Heute, du kennst die Schwester vom Finanzminister sein. Liebe, herzallerliebste Schwägerin, ja. Ich muss dich leider enttäuschen. Wieso? Ich besitze weder Geld noch Gold. Was? Ja gut, ich habe Gold gefunden, ja. Na also. Ja, aber das habe ich in Unternehmungen gesteckt und alles wieder verloren. Wie es eben so ist im Leben, mal oben, mal unten. Wie bei mir, ich bin meistens unten. Ja, und dann habe ich alles, was noch ein bisschen von Wert war, zu Geld gemacht, um die Überfahrt zu bezahlen. Meine letzten $2 habe ich euren Dienstboten gegeben und alles, was ich noch besitze, ist in dem Koffer drin. Ein alter Arbeitsanzug, drei Hemden, ein paar Socken, ein Taschentuch, eine Unterhose und aus. Und aus? Und aus.
Ja, du Nautnickel, du Verhungerter! Also, und da traust du dir, rüberzukommen zu uns und noch dazu ein Telegramm schicken. Es kommt eine Überraschung. Ja, das ist doch die Überraschung, dass ich nichts mehr besitze. Aber du kannst beruhigt sein. Ich werde dir alles hier notariell überlassen. Und dann bleibe ich bis an mein Lebensende bei euch in Austrag, wie du es mit mir abgemacht hast, liebe Schwägerin. Der Teufel ist deine liebe Schwägerin. Jetzt hat meine alte rechte Stimme. Alter, ja. Bonifaz, ja. Hast du das gehört? Ja. Was der dabei hat? Ich hab's vernommen. Nur einen alten Arbeitsanzug. Und keine Arbeit. Drei Hemden. Eins für den Sonntag. Ein Taschentuch. Hoffentlich kriegt er keinen Katar. Ne? Ein paar Socken. Für Pfirs. Ja. Und eine Unterhose. Hoffentlich hast du keine Flecken drin. Oh. Und da wollte er da bleiben für ganz. Ja. Das überlebe ich nicht. Ja. Mich trifft der Schlag. Bruder, warum bist du nicht früher gekommen? Mirl, was gibt's Neues? Tja, mei, was soll's Neues geben? Die Bäuerin hat gesagt, ich soll dich suchen. Und wenn ich dich gefunden hab, dann soll ich dir sagen, du sollst dich beeilen, dass du auch wirklich den Abendzug noch erwischt. Wie viel, sag ich von meiner Schwägerin? Ja, der ist großzügig. Ja, und was macht mein Bruder? Was wird er machen? Er versucht, sie zu überreden, dass du da bleiben darfst. Aber so wie er ihn kennt, Mani hat er kein Glück bei der Bäuerin. Jetzt hast du wieder recht. Ich glaube auch nicht dran. Tja, das ist halt einmal so. Wenn du kein Geld hast, dann bist du einfach bei der Bäuerin nichts wert. Aber denk dir nicht, schau mich an. Ja. Ich bin zum Beispiel bettelarm, aber immer lustig. Ja. Sag einmal, warum nimmst jetzt du dich so um mich an? Ich bin doch eigentlich für dich eine wildfremde Person. Ja, aber du bist einfach ein guter Mensch. Ja, du hast selber nichts mehr und hast mir deinen letzten Dollar gegeben. Apropos Dollar, jetzt pass auf, den kriegst du wieder, den kannst du notwendiger brauchen wie ich. Geschenkt ist geschenkt, gell? Gut, dann behalten. Also, du tätst mich so rein aus Erbarmen da behalten. Ja, nicht ganz nur aus Erbarmen, weißt du, ich hätte ganz gern in meiner Nähe, wenn ich dich dringend brauch. Du? Mich? Ja. Für was? Ja, du bist doch ein Mannsbild. Oh ja, ich nehm's an, ja. Ja, siehst du das. Und die Anna, unsere Wirtschafterin, hat gesagt, das ist genau das, was ich jetzt brauch. Ein Mannsbild. Was? Die Anna hat das gesagt? Ja, als guten Rat, weil ich halt mein Michel eifersüchtig machen möchte. Ach so. Ja, ist der Michel so blind, dass er deine Reize nicht von selber sieht? Ja? Er ist jeden Tag gereizt genug, als wäre er stierig, als rote Durchsicht. Aber weißt du, was der ist? Der will bloß nicht zugeben, dass er mich mag, weil er nur seine Motorradl im Kopf hat. Ach, so ist es. Weißt du was? Ich bin dein Verbündeter. Verfüge über mich. Wirklich? Freilich. Magst mit? Logisch. Ha, dann spielen wir mal Theater vor, gell? Yes. Du, fang gleich an. Der steht draußen am Misthaufen, rufen rein. Ja. Dazu. Was, am Misthaufen? Ja. Sollen wir ihn da nicht lieber draußen lassen? Na, jetzt. Naja, okay. Weißt, dass du bist. Michael? Hello, Mr. Michaeling. Sieht wieder vielleicht, ich meint damit. Ja, natürlich bist du gemeint. Wir haben am Hof nur ein Rimpfig, das Michi heißt. Ich bin coming. Jetzt geh weiter, sitz nicht so rum, sondern fang endlich an. Ja, was soll ich denn machen? Du bist doch Schmanzbüt, nicht ich. Ja, ich bin nicht der Verführer aus Hollywood, wenn's du meinst. Nein, dann fang an, dann. Schau, du musst mir jetzt backen. Wo? Wo? Da! Oder da! Ja, so ist gut. Ja. Was
Schäferin noch ein bisschen Kodal kratzen bei dir? Na, stimmt dir am Recht? Wenn schon da was gibt. Jetzt war dein Schmusing. Hör mal, ich kann aber aus meinem Mehl aus. Du hast gerufen. Oh yes, was wollte ich denn für ihn? Ach, lass ihn doch warten, ob jetzt hier oder im Garten. Du gehst ein paar Schritte zurück, du stinkst nämlich nach Mist. Und solche Gerüche kann meine Nase nicht mehr ertragen. Denn ich bin nur noch den Umgang mit noblen Herren gewöhnt. Mit Herren aus der USA. Du musst ja einen sauberen Defekt in deinem Zylinder haben. Du, geh, jetzt klang's mal. Halt's mal, du Tänzer, du! Tänzer? Aber da hab ich einen vertreten. Das kommt bloß der Hans, aber das wird gerochen. Rache ist süß. Na, Michel, wie schaut's aus? Bist du jetzt böse, weil sich die Mil für mich entschlossen hat? Nein, gar nicht. Dieses Rabenviecherl ist es gar nicht wert, in mein motorisiertes Leben hineinzutreten. Meinen Segen tut sie Habing. Sknacking soll sie brechen. Diese Madame Pompadouring. Ja, ein wahrhaft frommer Herzenswunsch. Aber Michel, mit deinem Amerikanisch brauchst du bei mir nicht so anstrengen. Kannst du ruhig bayerisch reden. Ja, das sagst du mir zuerst. Ja. Und jetzt kommen wir mal zur Sache. Ja. Wegen der Mirl. Ich habe festgestellt, dass sie ein ganz nettes, braves Mädel ist. Du, der Mann, der die Mirl einmal zur Frau kriegt, kann sich gratulieren. Er will sie nicht. Ich trete freiwillig zurück. Ja. Ja, gibst dir ein gutes Wort und dann fällst du in die Arme. Das ist es ja. Die Sache wäre ja viel einfacher, wenn man einer Frau in die Arme fallen könnte, ohne ihr dabei in die Hände zu fallen. Ja, die Mirl, die kennt vielleicht keinen Spaß und ruckzuck bin ich verheiratet und kann meine Rennfahrerei an den Nagel hängen. Ja, aber einmal musst du ja doch heiraten, oder? Ja, einmal schon, aber erst muss ich ein Rennfahrer werden. Und wenn ich mich nicht errennt hab, kann ich mir's immer noch anders überlegen. Grüß ja, Gott! Ja, da kommt der Verräter, dem lasse ich jetzt die Luft aus dem Motor. Das letzte Foto, wo ich gesehen habe, ist zwar schon lang her, aber ich wette 10-1, du bist der Hans. Und ich wette 1000-1, du bist mein lieber Onkel Paul. Grüß dich. Haben wir beide gewonnen. Da setz dich. Bin so frei. Sag mal, bist du gerade gekommen oder wissen meine Eltern schon, dass du da bist? Deine Eltern wissen Bescheid, ja. Und ganz besonders deine liebe Frau Mama. Apropos Mama, da muss ich dir ganz was Wichtiges sagen, gell? Ja, was denn? Onkel Paul, ich bitte dich, lass doch von meiner Mutter keine Komödie vorspielen. Sie wird recht lieb und nett zu dir sein, aber in Wirklichkeit hat sie es nur auf dein Geld abgesehen. Naja, ich halte es auch für meine Pflicht, es dir zu sagen, nicht? Das ist schön von dir, aber du kommst zu spät. Was? Das weiß ich schon. Aber deine Mutter hat einen kleinen Fehler gemacht. Ich bin nämlich bettelarm. Habe mein ganzes Geld für die Überfahrt gebraucht und bin restlos pleite. Mei, Onkel Paul, ich kann dir gar nicht sagen, wie mir das gefreut, gell? Was, das gefreut dich? Nein, nicht so wie du meinst. Es tut mir natürlich schon leid, aber weißt, andererseits, da kann ich jetzt viel offener und freier mit dir reden. Ohne dass du denkst, ich hätte es auch bloß auf dein Geld abgesehen. Wieso? Liegt dir da so viel dran, was ich von dir denke? Freilich, Onkel Paul. Du warst doch schon immer mein Vorbild. Ich hab's ja gar nicht erwarten können, endlich erwachsen zu werden, damit es genauso machen kann wie du. Hinaus in die große, weite Welt. Ja, glaub ja nicht, dass das alles nur schön und romantisch war. Mein Leben war alles anderes wie romantisch. Das kannst du mir ruhig glauben. Ja, und jetzt, wo ich erwachsen bin, da schau ich die Welt mit anderen Augen an. Weißt, ich denke so, auf der ganzen Welt kann es schön sein, wenn man nur weiß, sich das Leben einzurichten. Das stimmt. Aber am schönsten ist in der Heimat. Ja, schau, bei dir ist doch die Sache ganz anders. Du wirst hier mal Bauer, hast eine Aufgabe zu erfüllen. Ja, das stimmt. Und ich freue mich schon, wenn es soweit ist. Na also, und ich wette um alles, es gibt schon eine zukünftige Bäuerin. Ja, es gibt schon eine, aber Mutter ist dagegen, weil sie arm ist. Ja, das ist schlimm. Aber mir ist das egal. Nein, das ist nicht egal. Glaub mir's, ich spreche aus Erfahrung. Ich war reich und ich war arm. Aber glauben wir's, reich ist besser. Ja. Naja, das kann schon sein, aber in meinem Fall spielt das blöde Geld keine Rolle. Weißt, mir ist egal, ob meine Zukünftige was in die Ehe mitbringt oder nichts.
Hauptsache ist, man hat sich gern und hält fest zueinander. Habe ich nicht recht? Natürlich hast recht. Und es freut mich, dass aus dir so rechter Bursch geworden ist. Aber jetzt hast du mich neugierig gemacht. Bring deine Braut einmal her, die möchte ich kennenlernen. Ja, gern, Onkel Paul, aber was das wegen der Mutter? Bring sie her, die Mutter übernehme ich. Oh. Du, sei für ja nicht leichtsinnig, gell? Du, was hat eigentlich die Mutter zu dir gesagt, weil du kein Geld hast? Ach, das waren nicht lauter schöne Sachen. Ne? Nein, aber sie hat gemeint, ich könnte wieder dahin gehen, wo ich hergekommen bin. Ja? Dann hätte es beinahe der Schlag getroffen, aber sie hat sich schnell wieder erholt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Nein, wo es du mit deinem Geld schon Schlösser gebaut hat, gell? Schade, dass ich nicht dabei gewesen bin. Das Gesicht von der Mutter, das hätte ich sehen wollen. Ja, das war ein wahrhaft schöner Anblick. Ja, das glaube ich sofort. Aber Onkel Paul, denkt dir nichts, ich bin auch noch da. Und wenn mein Vater schon nichts macht und meine Mutter alles auf die Spitzen treibt, dann gehe ich gleich mit dir, gell? Ein bisschen Geld habe ich schon und, naja, und bei der Agnes ist genug Platz für uns zwei, wenn es unbedingt sein muss. Aber es ist schon peinlich, gell, wie sie meine Mutter aufführt. Ja, ja, jetzt beruhig dich wieder. Vielleicht wendet sich doch alles zum Guten. Vorläufig bleibe ich auf alle Fälle mal hier. Gut, dann hole ich gleich die Agnes, da geht alles in einem Aufwasch, gell? Ich fahr gleich mit dem Motorrad, das geht schneller, gell? Führ mich dabei. Ja, der ist genauso wie ich als Junge war. Ja, aber so trostlos ist die Lage gar nicht mehr. Bei der Mir könnte ich bleiben, beim Hans. Zum Schluss fällt mir die Auswahl nur schwer. Schauen wir mal das Zimmer im Anbau an, wie das ist. Das gibt's doch nicht. Da hat mir irgendein Komiker die Luft aus dem Radl rausgelassen, ha? Was mir dieses Rindvieh erwischt hat. Moment einmal, das kann direkt eine Anordnung von der Mutter gewesen sein. Na, warte. Michel! Michel, da rein, aber schnell! Bin schon da. Wie der Blitz. Ein sauberer Blitz. Ja. Sag mal, weißt du, wer es in Sautum in Spaß erlaubt hat und mir die Luft aus dem Radl rausgelassen hat? Hä? Hat dir die Mutter sowas angeschafft? Nein, anschaffen lassen wir sowas überhaupt nicht. Also, solche Spitzbübereien mag ich nicht. Also, das ist mir in der Seele zutiefst verhasst. Also, ich weiß von nichts. Ja, freilich, du lässt dir sowas nicht anschaffen. Du hättest mir einen zweiten Sitz vom Motorrad runtergeschraubt, wenn ich dazwischen gekommen war. Ja, 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 das hat's mir auch angeschafft, dass ich den Sitz runterschraube. Aber dass ich die Luft rauslassen soll, das hat's nicht angeschafft. Da bin ich ganz von allein drauf gekommen. Was? Von allein käme ich nie auf sowas, wollte ich sagen. So, so. Ja, vielleicht hast du ein Loch in deinem Reifen. So, auf alle zwei Radeln, hä? Das sagst du mir. Das kannst du ein Deppert nicht sehen, am besten dir selber. Nein, mir erzähl sowas nicht. Das muss schon sauber ein Hundling gewesen sein, der das gemacht hat, mein Lieber. Hey, Bauer, du musst lang pumpen, bis die Luft wieder drin ist. Ich? Wieso denn ich? Hä? Nein, wirst schon du derjenige sein, der pumpt. Ich helf dir dabei, ich geh gleich mit dir mit. Ich halte die Pumpen und du pumpst. Vorwärts, marsch! Ja, halt die Pumpen und ich pump. Ich bin ja da schließlich als Knecht gestellt und nicht als Luftpumpen. Ja, bin ich gleich nicht wahnsinnig. Bitte, dieses Notquartier ist nicht einmal so übel. Da halte ich schon eine Zeit aus. Paul? Ja, Anna? Ich habe gerade erfahren, dass... dass ich arm bin. Mhm. Und dass dich die Bäuerin auch wieder wegschicken will. Ja. Hab's gerade gehört. Der Bauer streitet gerade mit ihr. Und? Wie steht der Kampf? Nicht gut für dich. Ja. Kann man nichts machen. Paul, es tut mir so leid um dich. Das ist auch schon viel wert. Was willst du jetzt machen? Weiß ich noch nicht. Das kommt auf die Umstände drauf an. Ja. Naja. Bist du allein oder hast du für Familie zu sorgen? Nein, ich bin allein. Ich habe vor langer Zeit mal einen Korb bekommen und seitdem habe ich keine mehr gefragt, ob sie meine Frau werden will. Paul, du musst nicht so reden. Ich weiß, ich habe dir damals furchtbar weh getan. Aber mir schon auch. Paul, ich möchte helfen. Lass mir bitte schon wenigstens einen Teil von dem wieder gut machen, was ich dir damals angetan habe. Du willst mir helfen? Ja. Ja, wie denn? Ich gebe dir meinen elterlichen Hof. Mein derzeitiger Pächter, der möchte sich sowieso selbstständig machen. Und Geld gebe ich dir von Anfang an. Paul, geh nicht mehr fort. Bleib da in der Heimat. Ja, die Idee wäre gar nicht so übel, aber ohne Frau kann man einen Hof nicht bewirtschaften.
Na ja, dann musst du halt eine Frau suchen. Das wird doch für dich nicht so schwer sein, oder? Ja, das nicht, aber ich hab doch gesagt, ich frag keine mehr. Ach so, ja, ja. Ja, dann komme ich zu dir als Wirtschafterin. Ja, das will ich wieder nicht. Warum denn? Weil ich keine Wirtschafterin brauche, sondern... Ja, Herrschaftszeiten, willst mich jetzt endlich mal fragen, ob ich den Mann werden möchte, ha? Muss das sein? Ja, natürlich. Also gut. Lieber Paul. Geht schon gut an. Möchtest du bitte mein Mann werden? Das habe ich befürchtet, dass das kommt. Aber natürlich. Jesus, ist das schön. Mein Gott, ich konnte es gar nicht glauben. Ja, aber wo willst du denn jetzt hin, bis die Sache mit dem Hof geregelt ist? Ach, so lange bleibe ich bei meinen lieben Brüderlein. Das glaube ich nicht. Kennst doch die Bayerin, da hat sie die Hosen noch. Ja eben, darum muss ich ja da bleiben. Ich musste meinem Bruder endlich wieder zu seiner Hosen verhelfen. Ich als alter Cowboy, ich werde ihm schon zeigen, wie man so was Giftiges zähmt. Na hoffentlich. Weißt was? Was? Ich hol den Bauern rein. Hoffentlich schmeißt euch dieser feurige, bissige Mustang mit beide aus dem Sattel. Für was Feuriges braucht man im Feuerwasser. Oh. Jetzt weiß ich, warum das Feuerwasser heißt. Und das sage ich dir, Holm. Und wenn du mal in die Hölle kommst, dann wird ein David seine Großmutter pensioniert. Ich habe alles versucht, aber du kannst trotzdem da bleiben. Mein lieber Freund, du hast dir ja nicht zweimal angeklagt. Ja. Sag einmal, hast du die selber rausgesucht oder hast du die nehmen müssen? Nein, die hat mich genommen. Ja, ja. Also vor der Ehe war sie noch viel zahmer und braver, gell? Und dann hat sie dreimal so viel Geld gehabt wie ich. Und jetzt redet sie mir so viel wie du. Ja, da hast du recht, ja. Ja, sag einmal, ja. Hast du nie die Gelegenheit gehabt, dass die Steuer wieder rüberreißt? Dieses alte Kriegsschiff lässt sich nicht mehr steuern. Ich hab's mit allem versucht, erst neulich mit Alkohol. Einen Rausch hab ich gehabt wie ein Haus. Ja und, wie war der Erfolg? Furchtbar, ich hab meine alte Doppel gesehen. Ne? War's noch schlimmer. Und wie war die Wirkung bei ihr? Gleich null, aber meine Wirkung war schlimm. Ich hab einen Kopf gehabt wie ein Bienenhaus. Ne? Dann war die Dosis zu groß. Ja? Ja, du musst nur so viel Energie auftanken, was? Damit du mal richtig den Herrn zeigst. Muss ich mir eine Lebensversicherung aufnehmen lassen? Jawohl, wir brauchen nur das nötige schwere Geschütz. Bei meiner Alten brauchen wir ja Atomgeschütz. Ich hab's. Was? Eine halbe Flasche davon Ex und du läufst Amok. Ja. Amok, das ist ja alles so gut. Probieren wir halt mal. Ja, was ist denn das für ein Teufelswasser? Also, wenn's dich beruhigt, trinke ich auch einen Schluck. Ich hab nämlich auch noch einige Überraschungen runter zum Spülen. Das war? Also, dann lass mich's noch mal probieren. Die ersten Zuckungen sind schon da, ne? Ja. Das sind die ersten Anzeichen. Aber du lässt mich nicht allein kämpfen, gell? Du bist mein Kampfgenosse. Natürlich bin ich dein Verbündeter. Ja. Du machst den Stoßtrupp und ich bild die eiserne Reserve. Nein, stimmen tust du, ich mach die Reserve. Ne? Ist das deine Frau oder die meine? Leider die meine. Beide. Jetzt war ich da. Das ist die richtige Dosis. Ja, jetzt komm, ran an den Feind! Oh, ran an den Feind! Muss ich da wirklich reingehen? Ich lebe doch so gerne. Ne? Ja, eben. Ja? Bedenk mal, wie schön das Leben erst wieder ist, wenn du der Herr im Haus bist. Mei, das hast du schön gesagt. Ich und der Herr im Haus. Oh, tu die Flaschen her. Aber jetzt, auf in den Kampf! Jawohl! Aha, ist schon sau! Da verlasse ich den Kriegsschauplatz. Das Wolf, also, das ist ja wahnsinnig! Oh, jetzt bist du dran!
haben Sie die Klapperschlange. Also ein Wort. Ein Wort mehr. Ich hätte dich in der Hochzeitsnacht schon einsalzen sollen und als Salzhering verkaufen. Ja, aber. Nicht aber, wenn andere in die Kirche gegangen sind und ins Wirtshaus habe ich daheim bleiben müssen und Strümpfe stricken. Vor der ganzen Belegschaft hast du mich blamiert. Stimmt das oder nicht? Ja, stimmt doch. Also noch nichts, aber um meinen Bruder hast du das Haus verwiesen wie einen Landstreicher. Ja, du geizige Schildkröte, du. Und wenn du in die Hölle kommst, dem Teufel seine Schwiegermutter wird dir eine glühende Gabel in den Hintern rennen. Ja, ja Alter. Ja, ich sieh's ja, ey. Was? Dein Bruder kann ja bleiben, bis er was anderes gefunden hat. Der pfeift auf deine Gnade. Und ich geh mit ihm fort, ich wandere mit ihm aus. Was? Riech mein Zeug her, pack ein. Hopp, 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 heute auf Galopp. Du merkst mich verlassen nach all den Jahren? Ja. Ja, wo willst denn du hin? Zu den Weibern, die keine Zunge haben. Oh. Komm ich gerade umgelegen? Ich will mich gerade verabschieden von meinen süßen Weiberlein. Wo sind denn meine Sachen? Einpacken, komm! Ja, das passt ja wunderbar. Ja. Können wir unser Gepäck gemeinsam zum Bahnhof bringen lassen? Na. Mein Alten lasse ich nicht fort. Damit du mich weiter schikanieren kannst, aber nicht mit mir. Nein, du gehst mir nicht ich fort. Ich will wissen, wer mich daran hindern soll. Wir packen unsere Koffer und gehen. Alter, ich möchte mit dir reden. Aber allein. Das, was du mir zu sagen hast, das kann mein Bruder ruhig hören, aber mach's kurz. Hopp. Alter, ich sehe ja ein. Es tut mir leid und ich werde mich ändern. Ja. Ab heute bist du wieder der Herr im Haus. Oh. Moment. Hinknien. Hinknien. Was? Hinknien. Na, und um Verzeihung bitte. Kommt gar nicht in Frage. Auf geht's, wir gehen. Nein, mir schon. Knie vor mir, der schönste Augenblick meines Lebens. Also, Leute, ich werde noch einmal verzeihen, unter Vorbehalt natürlich, wenn du mir versprichst, das zu halten, was du gesagt hast. Sonst kracht's! Ja, ja, versprich's, mein Lieber, ich versprich bitte, das. Bitte, du dich entschuldigen bei meinem Bruder, auf geht's! Na ja, lieber Schwager, sei mir nicht böse, aber ich hab's ja gar nicht so ernst gemeint, gell? Ich hab's auch gar nicht so tragisch genommen. Begraben wir das Kriegsbeil. Ja. Die Hauptsache ist, dass der Boni wieder seine Hosen an. Oh, die hau ich wieder an! Paul, jetzt sind wir da. Grüß Gott, benannt. Also, grüß dich, Mädel. Ja, sag mal, was tut denn Geld? Halt, was denn? Was bist du, der da gerade geredet hat? Ich bin wieder der Herr im Haus, noch nicht lange, aber ich bin's. Also, das ist deine Zukunft. Ja. Ich muss sagen, so einen guten Geschmack hätte ich dir gar nicht zugetraut. Gell? Ja, das ist sie. Sie schaut ein bisschen geschreckt, gell? Weil sie die Ansicht der Mutter kennt wegen der Hochzeit. Keinen Blödsinn, die Mutter freut sich, dass die Agnes ihre Schwiegertochter wird. Was, ja, ich? Ja, du, sag ich so dumm, oder? Ja, ja, ja. Das hast du gehört, das ist mir alles gut gegangen. Ja. Du Vater, wie kommt auf einmal der Sinneswandel? Frag nicht so viel, du hast deine Agnes und ich bin nur der Herr im Haus. Ja, wenn das auch so ist, dann sagen wir herzlichen Dank, liebe Schwiegermutter. Ja. Schwiegermutter, wenn ich das bloß schon höre. Sie wird auch bald Großmutter zu dir sagen. Oh. Also komm, freu dich mit ihnen und gib deinen Segen her. Hopp. Ja, ich freue mich. Ja. Ich gebe meinen Segen. Na schön. Ja. Und Agnes, ja? Machen glücklich meinen Sohn. Unseren Sohn heißt das. Ja. Schwägerin, du wirst immer besser. Dank meiner Erziehung. Jetzt bin ich der glücklichste Mensch von der Welt. Außer mir natürlich. Mir machst du die schönsten Liebesgeschwüre und dabei druckst du dich da mit dem Goldhamster da rum. Wenn ich das doch sag, ich wollte dich doch nur
eifersüchtig was machen. Was ist denn wieder los? Nein, eifersüchtig wollte ihn machen. Was tut er? Ja? Als Rache geht er jetzt mit der Laterne ins Dorf runter zum Kammerfenster. Michael, wie ich zu meiner Alten immer zum Kammerfenster gekommen bin, habe ich noch nie eine Laterne dabei gehabt. Das habe ich mir gleich gedacht, wie ich das erste Mal die Alte gesehen habe. Aber Herr Michel ist immer ein vorsichtiger Mensch. Ja. Aber das Fenster kannst du sparen, in mir bleibt er schon. Ja, ich bin nämlich schon vergeben. So, und wenn es ein bisschen passt, dann mache ich mit Hans ein Doppelhaus. Warte, warte, das ist eine Überraschung. Ja, was ist denn da los? Du kommst gerade recht, ich muss dich hier jemandem vorstellen. Aber da kennen wir doch alle. Ja, nur als Wirtschafterin. Aber nicht, dass meine zukünftige Frau. Ich, wir haben uns vor 20 Jahren schon kennen und lieben gelernt. Ja, Moment einmal. Dann ist ja der Onkel Paul der Mann, von dem du mir erzählt hast. Ja, das ist er. Und jetzt wird bald keiner. Ja, und zwar im Eiltempo, gell? Und jetzt muss ich euch noch was sagen. Aber liebe Schwägerin, fall nicht gleich in Ohnmacht. Gell? Lass sie fallen. Achso. So arm, wie du glaubst, bin ich nämlich gar nicht. Nein, nicht. Besitze zwei Konservenfabriken in Los Angeles. Was? Zwei? Und zwei Plantagen in South Carolina? Zwei Plantagen bei der. Ja, und sonst noch etliche Beteiligungen bei großen Unternehmungen. Und ich hoffe, dass ihr mir den kleinen Schwindel verzeiht. Drum, liebe Anna, glaube ich kaum, dass wir zur Bewirtschaftung von dem Hof viel Zeit haben werden. Aber eines habe ich, ein neues Pächterpaar. So, wen denn? Von seinem Mr. Michelin. Langsam, langsam. Ich soll Bauer werden? Michel, ich bin einverstanden. Aber nur, wenn die Mirl Bayerin wird. Ja! Na ja, man nimmt es halt. Das gehört noch nie, bis halb von wegen. Bussel, ab in meine Kammer! Also schon wieder ein Brautpaar, ja. Jetzt haben wir gleich drei Paare. Also, Alter, jetzt werde ich mich herablassen und werde dir ein Bussel kredenzen, damit du wieder in unsere Gemeinschaft aufgenommen bist, ne? Mein Gott, Bonny. Was? Ich bin ja so stolz auf dich. Es stimmt halt doch das alte Sprichwort. Alte Liebe rostet nicht. Und der Teufel holt sie nicht auf. Deine Wünsche viel zu jung.